Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von... Wer weiß es? Weißt du es? Gronkh? 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 Von Gronkh. Thomas Gottschalk und Günther Jauch, wir sind's. Genau, Günther Netzer und Gerhard Delling. Delling, ja genau. Wer ist wer? Wir können es doch prügeln. Ich bin Netzer, ja. Ich bin definitiv Netzer. Ja. Ja, auf jeden Fall zu einem neuen Let's Play von Nioh. Ist schon Zerstörungsgefahr, deswegen haben wir auch schon zwei Controller hier. Ja. Bevor wir jetzt wieder hier groß rumlabern, starten wir erst einfach mal das Spiel und sehen uns die Cutscene an. Los geht's! Some call it a miraculous stone. Harry Potter. Das falsche Spiel. The Queen of England remains locked in combat. With Spain. The country where the sun never sets. Control of the entire world. Her forces weakening with every battle. The Queen and her inner circle turn to divination and alchemy, hiring pirates like us to find Amrita for them. With that power, they managed to defeat the invincible Spanish Armada. But now it seems they want to keep their methods a secret. Okay. Was war das Intro? Eine Frage habe ich kurz. Mhm. Wer hat eigentlich gesagt, dass du anfängst? Soll ich da Stopp machen? Nein, ich lasse dir den Vortritt. Du bist ja Gast. Aber Regel ist fest, wir wechseln das Pad, sobald jemand stirbt. Na? Egal wie kurz es dauert, oder? Ich weiß nicht, ob sich das für dich lohnt, weil ich bin ein ziemlich passiver Spieler. Ja, sehr, sehr vorsichtig. Du musst ja trotzdem kämpfen. Wer sagt das? Werden wir sehen. Okay. Wir fangen an einem Kerker an. Erinnert mich schon jetzt an Dark Souls 1, da fangen wir auch an einem Kerker an. Ja, stimmt. Und sitzen genauso da wie der gute William gerade. It seems death won't stop chasing me. Power of London, April 1998. Ja, du kannst mal reden über das Spiel hier, ne? Das war dein bisschen fein Lauf. Damit ich mich hier konzentriere, nicht gleich zu sterben beim ersten Kampf. Also das Spiel ist deutlich näher angelehnt an Bloodborne als an Dark Souls. Das merkt man schon an der Geschwindigkeit, am Charakter. Ne? Das ist schon eher Bloodborne. Man läuft sehr, sehr schnell. Die Gegner agieren viel, viel schneller. Das werden wir ja gleich sehen. Was aus meiner Sicht, also was ich viel, viel besser auch finde. Weil Dark Souls war mir dann schon ein bisschen zu träge teilweise. Was das Ganze aber dann taktischer macht wahrscheinlich, ne? Darf ich den mit der bloßen Faust bekämpfen? Herrlich. Also wichtig ist auf jeden Fall, hier oben seht die Ausdaueranzeige, das ist auch aus Dark Souls bekannt.
Dann wenn die erstmal flöten geht, dann haben wir... Boah, Alter, dann mache ich weiter. Dann haben wir nämlich keine Chancen mehr, uns zu wehren oder zu schlagen, sondern fahren auf der Stelle. Ich ziehe richtig viel ab, das ist ja da warm. Dann können wir jetzt abschießen. Ehrlich, ey. Oldschool RPG würde ich nicht sagen, sondern das ist ziemlich modern, dieses Spiel, also diese Art des Spiels, weil Oldschool RPG wäre sowas wie Baldur's Gate oder Icewind Dale. Oh, gleich einen epischen Looter, was hast du da? Verliesschlüssel, ja. Das ist sehr episch. Erstmal ist unser. Ein Bastardschwert, unser erstes Schwert des Spiels. Ja, heute kein Tee, da war wirklich keine Zeit ja, für. Ja, warum eigentlich? Ich vermisse ihn ein bisschen. Mach gleich mal Tee. Vielleicht in der Pause. Wir machen einmal eine Pause. Was für ein Mann. Boah, ich sehe es hier, guck mal, ich habe schon jetzt die Hälfte der Energie verloren. Ich jetzt hier irgend so ein Fixer. Ach so. Was auch so. Ja, es geht um ein Spiel im Chat gerade, um Divinity Original Sin. Ja, stimmt, das wurde extra so konzipiert, ne? Also als. Wofür kommt? Divinity Original Sin. Da haben wir zwei verschiedene Schwerter. Das eine hat bessere KI-Reduktion und das andere hat Parieren besser. Angriff bei dem gleich. Wir warten mal. Machen wir beide. Und wir haben Fußschutz, wir haben unsere ersten Schuhe. Nur nicht mehr ganz nackig. Mal einfach alle auf hier. Jo. Also wir das ist die, wo wir rausgekommen sind. Hier ist er. Sehr gut. Also verteidigen. Das wird auch nicht viel bringen in dem Spiel, aber wir werden das uns noch mehr erkennen. Haben wir jetzt auch alles hier als Map? Ach, das wird ja nicht. Da wird ja nichts was? Gravines sein da jetzt. Jo, sagst du. Amrita-Erinnerung. Medizin. Oh, wir haben Medizin gefunden. Medizin, das ist gebunden, da müssen wir wahrscheinlich. Bindung. Medizin regeneriert bei benutzter Gesundheit. Das hört sich doch gut an. Das kann ich jetzt nie benutzen. Dankeschön. Sind das Seelen oder was? Das, was Amrita hier ist, genau, Amrita sind quasi die Seelen. Amritas? Amrita heißt es. Der Stein, den er auch am Anfang erzählt hat. Also, eigentlich sind wir Pirat. Ein Pirat, der scheinbar die Samurai-Künste beherrscht. Und hat das Intro gezeigt. Wir haben für, oh Gott, für England Amrita-Steine gesucht, die dabei helfen sollen, im Krieg gegen die Spanier die U-Bahn zu gewinnen. Und. Ja, mehr wissen wir jetzt noch nicht, außer dass es mit Amrita wohl irgendwelche sehr mächtigen Steine gibt. Okay. Aber ich weiß jetzt auch noch nicht, warum wir jetzt hier im Verlies oder im Tower auf London sind. So, auch könnte auch Blockhorn sein, ne? Ja. Und typisch verregnet. Ja. Ne? Sehr schöne Atmosphäre auf jeden Fall schon. Schwärzen. So. Na bitch. Oh, ob du gleich mal kommst? Nein, denke ich nicht. Also immer wichtig erstmal die Angriffsmuster der Gegner zu inspizieren. Der hat scheinbar wie der Typ im Kerker nur zwei Manöver. Einmal diesen ausladenden Schlag, der hier, und einmal den schnelleren. Und das war einmal. Oh, Kombo, oh, ein Zweierkombo, oder? Ja, jetzt nur einer. Auf jeden Fall sehr vorsichtig, der Kerl, der versucht immer eine Ausdaueranzeige im Blick zu halten. Und jetzt ist er.
Bisschen. Haben wir doch den ersten getötet, dann den zweiten schon. Und unser Messer ist getötet. Blöd. Oh, ein Bogenschütze. Es sieht aber auch so aus, ne? So wie bei Bloodborne manchmal, die mit dem Zylinder und sowas. Ja, das war eine coole Taktik auf jeden Fall. Ja gut, war ein Bogenschütze, ne? Da kannst du ja nicht viel machen. Ich will auch nicht wissen, wie viel so ein Bogen abzieht oder so ein Pfeil. Öffnen. Ah, hier steht schon einer. Oh, das war knapp. Was soll ich in seine Hunde vorangelaufen? Also Jenny meint einfach draufhageln. Weil Jenny dich spielen sehen will, ne? Ich weiß das schon. Du hast irgendwann eine Ausdauer fast im Arsch. Oh, jetzt ist die Ausdauer weg, seht ihr? Ah! Und meine auch. Und jetzt hat er... Also er war erschöpft gerade. Ja, genau. Seine cool. Stamina war weg. Oh, oh knapp. Ja. Willst du denn mal die Medizin nehmen? Du hast mehr als 50%. Nö. Das wird ja gleich noch zu verhängen, ist so. Ja, dann hab ich Pech. Oh, der hat scheinbar... Er hat eine Hellebarde, der Kollege. Ah, ich nehme doch mal eine Medizin. Pussy Move, aber Hellebarde weiß ich jetzt nicht, wie der abgeht gleich. Haben wir ein bisschen kurz mit diesem Kollegen. Haben wir überhaupt. Oh, jetzt hat er jetzt gesagt. Nein! Sauber. Ich kann nicht einmal zum Angriff kommen lassen. Oh, hier siehst du. Medizin. Und eine Hose. Hose ziehen wir auch gleich mal an. Beinschutz. Das sieht auch schon richtig gut aus hier. Aus dem Pyjama. Aber Hauptsache, wir haben ein bisschen Schutz. Ja, also sowas wie das Spiel zerdrückt, würde ich auch nicht. Also alleine finde ich das auch ein bisschen langweilig. Sowas wie Dungeon Siege und so, was man auch mit mehreren spielen konnte, das war ziemlich geil. Mhm. Das waren geile RPGs. Geil, ja. Zumindest der erste und zweite Teil war auch noch geil, ne, oder? Ja, der erste Teil war eigentlich besser, fand ich sogar. Ist die Frage, gehen wir hoch oder gehe ich erstmal hier? Mittlere Ebene? Ja. Oh, so ja was. Machst, dass hier einer an der Ecke steht. Beten! Sowas wie das Lagerfeuer, denke ich mal, oder? Ja. Feierlingsschwein wahrscheinlich. Ja, auch wieder einer. Ah? Oh, ich will jetzt nicht weiter. No. Ich will jetzt mal eben kurz versuchen abzuwehren, was das was bringt. Komm her. Oh, zieht uns nicht mal Energie ab und ab. Ein Stein. Ein Stein haben wir gefunden. Was bringt uns denn ein Stein? Ein einfacher Stein mit der genau richtigen Größe zum Werfen. Oh! Ah, sowas, okay. Ein Pullstein. Ach, stimmt. Wir haben eine neue Waffe. Musik klingt so wie Halo so ein bisschen. Gerade siehst du. Ja? Ja, ich finde schon so ein bisschen wie Halo. Ja, das ist schlecht, aber. Ja, ich finde das auch gut, dieses Horn von Rondo. Wir haben eine neue Waffe und wechseln die hiermit. So, dann lassen wir folgendes machen. Wir nutzen mal den Stein. So, Hellebarde gegen Hellebarde. Oh, macht aber weniger Schaden, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja, ja. War ja schon ein kritischer Treffer gerade, oder? Oh ja. Aber ist gut gegen mehrere Gegner wahrscheinlich, oder? Oh, der kann nicht mehr. Und? Dann Ober. Oh, so. Sehr schön. Ja, hat schon wieder was. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, was wir für einen Schaden hier mitmachen. Können wir gleich mal gucken. Aber du holst ja einfach komplett aus. Und das, wenn du gegen drei oder vier kämpfst, oder was? Ja, und auf Engraum oder in so einem engen Gang dann, aber obwohl ich jetzt. Ne, so ist der Scheiß. Dann komme ich ja immer überall. So, die Attacke ist wahrscheinlich ganz gut. Ja, und dann eben gerade dieses Schwingen. Ja, geschwingt. Ja, das ist auch für mich. Und eine große Kiste. Gib uns Loot! Oh, eine Streitaxt. Sehr schön. Können wir auch gleich mal ausprobieren. Ja, schon geblickt. Viermann-Faken auf YouTube. Wir haben jetzt den Bot ein bisschen ausgebaut.
Und er gibt jetzt in gewissen Zeiten zwei verschiedene Infos bisher ab. Der Zeitraum von den Verlosungen stimmt aber noch nicht ganz. Wir sind von unten gekommen, ne? Ja, dann lass dich mal Helebar, ist glaube ich nicht so meins. Ich bin auch so eher der, der entweder zwei hat oder sowas. Na gut, ne? Ja. Wir probieren jetzt mal erstmal die Streitaxt aus, genau, dem was wir mit zusammen können wahrscheinlich sagen. Ja. Aber das Schwätzen. Wir haben so einen um die Ecken gucker. Aber das bringt auch, ja, das bringt doch schon. Die Musik erinnert mich immer an Inception, weißt du? Ja, das typische Typo, ne? Das ist so ein typischer Dings-Move hier, wie heißt das denn? Der so. Wonderful opportunity to acquire more Amrita. Since tomorrow's execution takes place, we will get our hands on a compass that will lead us to that Amrita. With enough Amrita, we could subdue Spain, perhaps even the world. Was haben die, when England reigns supreme, was haben die Engländer angestellt, dass sie was haben die Spanier angestellt, so? Thinks of Amrita as nothing more than gold or gemstones. We must find them before our nation's rivals do. Edward Kelly, you will go to Japan. Edward Kelly. It seems it would be to our advantage to keep the wars alive. We cannot gain Amrita if blood does not flow. Okay, also die Engländer wollen scheinbar die Kunde auch der halt nur um dieses Brille am Ritter. Noch einer, hier war ein Typ. Boah, das ist aber langsam, ne? Ja. Aber der ist viel Damage, oder? Ja, geht so. Geht so, echt? Ja. Die Hellebarde mit dem Stich war eben gerade. Ja, gut, okay, der war auch eine Kombo. Oh, boah, der war gut. Der, okay. Wenn du ein Dreier-Kombo machst, dann ist er hin. Das war schon sehr, sehr gut. Also, Story nochmal eben kurz für die, die nicht zugehört haben. Das waren wahrscheinlich gerade englische Offiziere, die wollen den Krieg aufrechterhalten, auch wenn es sinnlos erscheint, nur um Amrita mehr zu finden, was wohl immer noch sehr wichtig scheint. Und Edward Kelly wird, denke ich mal, unser Erzfeind sein, wenn der was der hat, der wird, soll nach wohin gehen? Der soll Amrita suchen, der Edward Kelly. Nach Japan gehen. Nach Japan. Ja, genau. Ja, wo steckt sich denn dann? Nicht mit uns, wir finden alles. Oh, Handschuhe. Ja. Wie so ein alter Opa erstmal. Ja, mittlerweile auch. Da sitze ich, da liege ich im Bett und dann gucke ich auf die Fernbedienung und so, wo schalte ich nochmal am Bad? Also, oh Mann, ey. Das war näher zum Gesicht. Genau. Oder? Ja, also, da fühlt man sich richtig alt dann schon. Ja. So. Jetzt geht's wieder runter. Ich habe ein bisschen Übersicht verloren, ob wir jetzt wirklich richtig laufen, aber. Ja, ich glaube schon. Einfach rennen. Ja. Wenn irgendwann wieder falsch abkommt. Ja, also machen wir erstmal hier die Ebene wieder sauber, ne? Jo, aber weiter. Oh, fast down. Ja, und die sind jetzt auch relativ einfach, die sehr eindimensional kämpfen. Das heißt, die haben eigentlich nur wieder zwei Angriffsmuster. Da ist Ausweichen noch relativ einfach. Oder ich bin einfach so gut gefasst. Ja, noch kein Toter. Das ist ja quasi auch erstmal das Tutorial. Ah, hier ist, glaube ich, hier ist der Gang, wo wir eben nicht durchgekommen sind, bei dem Schrein, bei dem, wo wir beten konnten. Da war eine Tür, die verschlossen war. Ist hier jetzt der Schrein? Da waren wir auch schon, oder? Ja, genau, da. Ja. Das heißt, wir können jetzt nur noch weiter nach oben? Nee. Ja, und noch. Nach unten. Von oben bist du ja gekommen gerade. Okay. Sprühen können wir natürlich auch, aber ich bin da ein bisschen vorsichtig. Bei Dark Souls laufe ich nur so. Mit dem Schild in der Hand. So viel zum Thema ich und Schisser, ne? Aber bei Bloodborne bist du auch so durchgerusht. Also das war. Ja. Doch. Während ich bei gefühlt jedem Boss tausendmal gestorben bin, kommt er einmal zu mir und macht drei Bosse hintereinander weg. Mhm. Ich glaube, aber auch ein paar Mal gestorben. Ja, aber nicht so häufig. So, wir haben einen neuen schicken Hut. Oder was hatte ich gerade? Nee, Mantel haben wir.
Wir haben einen neuen Mantel. Ich habe jetzt zwar nichts gesehen. Hier gelangen wir nach draußen, aber. Hast du keine Karte? Hier der mittlere Button? Der mittlere Button ist das Menü. Achso. Auszeichnung, Anbieterinnerung. Tutorial. Ach, hier kann man nochmal Waffen wechseln. Gedrückt halten. Ah, okay, also. Gedrückt halten. Katana. Oh, oh, bitte! Ah, das kriegst du doch hin, locker. Lass mich da nicht auf seine. Nein, die macht noch gar nichts geschaut, ne? Hast du gesagt, oder? Ja, deutlich weniger, ne? 109, die ersten beiden. 123 mit einem ersten Schlag. Ja, der erste Schlag. Der erste, ja. Der zweite wird ja noch mehr. Ja, eben drum. Können wir beim nächsten. Bleib mal dabei, ich finde das schon ganz gut bei der Streitachs. Ja, ich finde das schon ganz gut. Da ist noch einer um der Ecke. Ja, sauber, ey. Hat nicht mal getroffen, der Idiot. Landen sie noch mehr. Erstmal hier die Kiste, der sieht uns jetzt sowieso nicht. Stiefel, neue schicke Stiefel. Und der kam gerade, oder? Hätte ja klappen können. Stiefel. Ja, ich achte jetzt mal nicht auf die Bass oder auf was auch immer das bringt. Ich achte mal nur auf die 5 zu 3. Verteidigung, ne? Auf, genau. Ja. Genau, Cedric. Julia soll auch anmachen da. Oh, jetzt hat er uns nicht gesagt. Ah, das ist nicht so. Das ist, man verfällt schnell in dieses Muster. Ja, die kriegt jetzt schnell weggeklatscht und dann ist man so voreilig und tot. Große Kisten, Handschuhe, Medizin, sehr gut. Jetzt habe ich schon, oh, ich habe schon 9 Medizin. Und ein Bastardschwert, was wahrscheinlich, Pfeil nach unten, nicht so gut ist wie das, was wir anhaben, oder? War dafür gerade Pfeil? Ja. Handschuhe nehmen wir mal, die rüsten wir aus. Bastardschwert. Oh, ja. 79 Angriff, nehmen wir das mal. 70 und das hat 70, aber dafür parieren. Es gab bei Bloodborne ein Bastardschwert, das war so ein Riesending. Das hat richtig ordentlich Schaden gemacht, aber war sau langsam. Ja. Und bei Bloodborne im Vergleich zu Dark Souls geil, dass man diese Waffeln, die Waffen noch so variieren konnte. Tack, tack, also. Stimmt. Das war richtig, hat richtig Spaß gemacht. Ja. Wie du auch diese eine Waffe erst auf kurz und dann auf lang machen kannst, ne? Ja, genau. Diese helle Bade zum Beispiel. Ja. Ja. Dein erstes Steuerungsfazit? Sauber, noch richtig sauber. Ja. Also die Steuerung ist echt sehr präzise. Es wirkt alles sehr, sehr flüssig. Von den Bewegungen her ist es gut. Also das Feedback der verschiedenen Waffen kommt gut rüber. Also es ist schon echt ein Unterschied, ob ich jetzt die langsame Streitaxt hier händel oder das schnelle Katana. Also macht schon echt Spaß und ist halt sehr kurzweilig. Also gibt es von der Hand. Ah! Oh! In die Ecke gehen. Das war ein Fehler. Ach, fast. Wo du gerade schon bei der Steuerung warst. Also optisch macht das ja auch schon einiges her, ne? Also bisher. Wobei ich fand, dass Bloodborne. Ich kann nur über das sagen, was ich gerade schon gesehen habe. Mhm. Fand ich Bloodborne aber schon ein bisschen besser. Grafisch, ja. Ich glaube, irgendwie glaube ich schon. Also ja, grafisch glaube ich nicht, aber ich glaube, von der Welt war Bloodborne schon ein bisschen detailverliebter, würde ich sagen. Aber das ist jetzt ja wirklich gut zu vergleichen, auch in diesem Regen. Ja. Und ich habe Bloodborne ja nicht so viel gespielt, aber sag ich, dass Bloodborne auch schon mittlerweile 2 Jahre alt ist? Zwei Jahre. Ja, muss ich glaube ich Bloodborne grafisch nicht dahinter verstecken, aber ich weiß ja nicht, wie die anderen Welten aussehen, die wir dann nachher noch bereisen. Und vor allem, wenn wir nachher ins Japan kommen, ins alte Japan. Also man muss dazu auch sagen, es gibt ja mittlerweile die PlayStation 4 und die PlayStation 4 Pro. Das Spiel ist eindeutig für die Pro konzipiert, also da läuft es deutlich stabiler. Echt? Man sieht hier diese Mikro-Rückglas jetzt zum Beispiel. Das hast du alles bei der PS4 Pro nicht. Da ist auch alles ein bisschen glatter und nicht so kantig wie hier, also nur stellenweise. Und da merkt man dann halt auch den Unterschied. Mhm. Das ist halt wie, ob du einen langsamen oder einen starken Rechner hast dann, ne? Mhm. Also müssen wir... Oh, das ist ein Ritter. Oh Gott, Ja, Ruben, wird Zeit für den Padwechsel gleich, würde ich sagen. Und da will ich mal über auf mein schnelles Katana.
kann ich vielleicht einen anlocken. Ah, jetzt komm mal. Mach erstmal ganz in Ruhe da. Du hast ja noch keine. Oh Gott, der hat auch noch eine Streitaxt in der Hand. Ah, der geht weg. Yeah, geil. Oh, der wollte gerade ein zweites Mal. Hast du gesehen? Ja, ja. Deswegen meine ich eigentlich mal eben kurz gucken, wie der. Ah, nee, der holt mit dem Dings. Ah, okay, der holt zur ja. Seite weg, hin steht der. Okay, hat er immer noch. Komm, hau dich mal schön aus, Digga. Komm. Boah, das sieht ja gar nichts ab, Alter. Nee, nimm mal lieber die Streitachse, oder? Oh, ich dachte ja schon wieder aus, ey. Okay, ich wechsle auf die Streitachse. Alles für die Video. Alter Schwede, ey. Okay, ich nehme mal Medizin, ich mal Pussy Move, genau. Aber. Wie bei Bloodborne, also da sieht man den Unterschied auf jeden Fall. Oh, fuck it. Oh, jetzt so gierig, ey. Jetzt müsste glaube ich auch anfangen bei dem Schreien gerade eben. Auch sehr eklig da. Shit, ey. Mein Handy. Ja, tut mir leid, das war früher als ich eigentlich wollte. Oh, jetzt habe ich den Stein weggeworfen. Du musst mich ganz kurz mal anweisen hier. Was soll ich dich anweisen? Die Steuerung ist eigentlich ähnlich wie Bloodborne. Anvisieren, rechten Stick reindrücken. Leichter Schlag ist Viereck, schwerer Schlag ist Dreieck. Das ist, genau, damit wechselst du. Steuertasten ist halt Medizin nehmen. Also nach oben die Steuertaste jetzt Medizin nehmen. Waffe wechseln, gedrückt halten und dann Steuerkreuz nach links oder rechts, je nachdem. Genau, ja. Und ganz normal schlagen ist? Ist, ja, Viereck der leichte Schlag und Dreieck der schwere Schlag. Abwehrhaltung ist L1. Gedrückt halten. Genau. Oh, vier Griffen zurück, ne? Sehr schön. So. Das war der erste. Ich mache immer die Rambo-Methode hier, muss ich gestehen. Wir müssen nach unten, ne? War das durch? Ja, ich glaube schon. Auf Dingern, da sind zwei und einer Bogenschütze, ne? Was sagt Chat? Angelo hat Randbände geschlagen. Ja, kann sie so umrechnet haben. Ich glaube wirklich, dass Front Software bei Bloodborne einfach noch ein bisschen mehr Liebe reingesteckt hat. Ja, das kann sehr gut sein. Auch wollten wir nicht Plätze tauschen? Wollen wir das gleich mal machen? Nö, nee, du kannst jetzt nur runter. Bitte nicht lange dauern, denke ich mal. Ja, auch zu extrem, halt. Ja, so ziemlich japanisch, ne? Halt, also. Wie soll man das erklären? Die KI sagte laut Rio gerade, zum Beispiel nicht auf den richtigen Namen. Ich kenne. Lässt auch hier zu wünschen übrig. Aber das wird sich nachher noch ein bisschen ändern. Und dann ist deine Energie. Ne? Wenn Sie nachher ändern, dass das hier eigentlich nur Tower of Man ist, eigentlich ein reines Tutorial-Level, dass man so ein bisschen mit der Steuerung sich vertraut machen kann. Jetzt kannst du einen Stein werfen. Den habe ich. Ha? Jetzt würde ich mich verpissen hier, bevor wir. Ah, einer bleibt schon mal stehen. Ich würde einen Stein. Noch einen Stein werfen. Zu japanisch ist noch gar nichts japanisches gewesen in Berlin. Das ist jetzt nur Ritter und London. Und, ja gut, in Katana. Oder, ich hab auch immer hier noch mal drauf. Come on.
So. Wow, ein Glück gehabt, dass er den auch mitgenommen hat.